Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte heute mal diesen Kanal nutzen, um über die aktuellen Gespräche mit der Politik zu berichten. Ich bin Vorsitzende des Errichtungsausschusses. Wir sind eingebunden in unterschiedliche Gremien, jetzt schon. Das heißt, die Pflegekammer wird später natürlich Stimme sein, definieren, was Pflege ist und das auch weitergeben in die politischen Auseinandersetzungen. Da werden wir immer eine Stimme sein von vielen im Gesundheitswesen, mit den Ärzten, mit den Patientenvertretern und natürlich auch mit den Kostenträgern und Leistungserbringern im Gesamten, mit Kliniken, mit Altenheimen. Und das Spannende ist ja einfach, oder das Schreckliche eigentlich auch, ist, dass bis jetzt die Pflege hier nicht vertreten war. Ich finde es deswegen sehr spannend, dass die Politik auch darauf hingewiesen hat, dass wir schon jetzt in erste Gespräche mit eingebunden werden, nicht zuletzt, um dann als Kammer sehr schnell auch schon eingebunden zu sein und auch sprachfähig zu sein. Und deswegen freue ich mich auch heute, wenn ihr auch weiter natürlich Hinweise gebt oder eure Meinung dazu gebt, was wir an die Politik weitergeben sollen und wo wir stark für kämpfen wollen. Was heute stattgefunden hat, ist die wöchentliche Telefonschalte der intensivmedizinischen Fachgesellschaften, Kammern und der Krankenhausgesellschaft. Hier holt sich einmal pro Woche der Minister ein Update zum Thema Corona ab. Wir sprechen über die Situation, wie die Omikron-Welle sich in den Kliniken und natürlich primär mal auf den Intensivstationen formiert und was es hier für Herausforderungen gibt, auch aus der Notfallversorgung heraus und auch der Notaufnahmesituation, auch der Kinderpflegesituation. Und jetzt eben seit Dezember wird auch die Pflege hier konkret gefragt und nicht nur über die Ärztekammern, die Ärzte und über die Fachgesellschaften. Natürlich sind dabei auch immer Zahlen, die eine Rolle spielen. Also sprich, es wird noch mal über die allgemeine Belegung der Intensivstationen der beatmungspflichtigen Patienten gesprochen, genauso wie die Hospitalisierung insgesamt. Ich fand es jetzt sehr beeindruckend, dass wir innerhalb von einer Woche 800 Neuerkrankungen in den, also die Klinikaufnahmen von Corona-Patienten haben. Da merkt man, das ist schon eine große Welle, die da auf uns zukommt. Und in dem Zusammenhang werde ich auch immer um einen Bericht gebeten, wie die Situation der Pflegenden aussieht. So sehr wir auf der einen Seite sehen, dass es sich noch nicht in Belegungszahlen auf Intensivstationen jetzt wieder so hart im Anstieg befindet wie bei der Delta-Welle, habe ich trotzdem darauf hingewiesen, dass wir uns natürlich per se immer schon und jetzt nochmal durch die besondere Krankheits- und Quarantänesituation in den Krankenhäusern, aber auch in den Altenheimen und ambulanten Pflege in einer absoluten Mangelverwaltung wieder befinden. Da sind wir eigentlich gar nicht raus. Wir sind auch schon sehr lange und nicht nur wegen Corona in dieser Mangelverwaltung. Und ich finde, darauf müssen wir immer wieder hinweisen. Und da brauchen wir langfristige Lösungen, müssen hier mit an die Tische. Darüber hinaus habe ich auch nochmal aber darauf hingewiesen, dass meine Wahrnehmung ist und das, was mir bis jetzt zurückgemeldet wird, und bitte gebt mir auch weiterhin Rückmeldungen, ist, dass der Unmut steigt bei den Kolleginnen und Kollegen jetzt wieder. Nicht zuletzt aufgrund des Chaos zum Thema Impfnachweise, Genesenen. Nachweise, die verkürzt sind, die Situation in den Kliniken und Altenheimen und ambulanten Diensten ist einfach, was muss ich eigentlich bis wann machen? Also hier dieses Chaos, was die Politik hier gerade veranstaltet, wird extrem natürlich auch wahrgenommen. Das habe ich weitergegeben. Ich finde es darüber hinaus bedenklich und habe auch das weitergegeben, dass wir auch mit dem Deutschen Pflegerat und der Bundespflegekammer zusammen in den Stellungnahmen für das Gesetz jetzt zur Impfpflicht der Einrichtungen darauf hingewiesen haben, dass das doch nur geht, wenn es sich um eine Übergangsregelung handelt, die später auch in einer allgemeinen Impfpflicht mündet. Hier haben wir uns damals auch den Ethikrat angegliedert sozusagen, angeschlossen. Und jetzt stellen wir einfach fest, dass das ganze Thema Impfpflicht unglaublich ins Wanken kommt und ich erlebe einen starken Unmut bei den Kolleginnen und Kollegen und finde es nicht in Ordnung. Das ist eben mit nochmal gegeben worden und auch natürlich mit der Frage verbunden, müssen wir nicht in dem Zusammenhang die Besucherregelung für ungeimpfte Besucher auch zum Schutz unserer Kolleginnen auch nochmal ansprechen und regeln. Ich verstehe natürlich hier, dass wir uns in einem absoluten Dilemma befinden und das ist immer der Punkt bei solchen Gruppentreffen sozusagen, dass wir in Aushandlungen gehen müssen und überlegen, welches Recht und welcher Wert muss denn hier nochmal besonders beachtet werden. Und hier steht natürlich,
die Kontaktmöglichkeit alter Menschen gegenüber den Gefährdungen von Kolleginnen und Kollegen, wo wir alle wissen, dass es Impfdurchbrüche auch aktuell natürlich massiv gibt, also Impfung eher als Eigenschutz wieder gesehen werden muss und weniger als Fremdschutz. Das habe ich soweit verstanden. Ich finde es aber nach wie vor einfach eine gesellschaftliche Aufgabe. Hier möchte ich mich auch zum Beispiel Ralf Berning anschließen, der das schon vor einiger Zeit nochmal deutlich gemacht hat. Wir müssen die Gesellschaft darauf aufmerksam machen, dass sie genauso wie wir eine gesellschaftliche Verantwortung trägt, sich impfen zu lassen, damit wir diese Viruswelle wie vielleicht auch folgende im Herbst eben gut in den Griff kriegen. Also bitte lasst euch impfen. Das geht nicht an die Kolleginnen und Kollegen, das geht an alle. Das, finde ich, kann man gar nicht oft genug sagen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Heute auch wieder. Wir haben die Pflege mit eingebunden. Wir werden gehört. Und wir werden jetzt auch regelmäßig darüber berichten aus den unterschiedlichen